Der neue Bulli wird ein Golf. So könnte man es etwas vereinfacht sagen. Der neue VW T7 wird nämlich auf dem modularen Querbaukasten aufbauen und damit auf der gleichen Plattform stehen wie ein Golf. Bevor die VW-Busfans aber den Untergang ihres geliebten Reisebegleiters heraufbeschwören, sei gesagt, dass auch der aktuelle T6.1 weitergebaut wird. Warum das Ganze? Der T7 muss in die Zukunft fahren und das bedeutet neue Umwelt- und Hybridtechnik, besseres Infotainment, neue Assistenz- und Sicherheitsthemen. Um das hinzubekommen, muss auch der Bus von den Weiterentwicklungen des Konzerns profitieren können und gleichzeitig bezahlbar bleiben. Der Ausweg, der T7 kommt 2021 auf die Konzernplattform, wird komfortabler und etwas mehr zu einem PKW oder sagen wir mal besser Van. Der T6.1 bleibt für die Handwerker, Pritschenwagen und Campingfans und als dritter im Bunde kommt dann 2023 der vollelektrische ID.7, bisher bekannt unter dem Namen ID.Bus. Den soll es dann sogar als Stadtlieferanten in Transporterform geben. In der Verbrennerwelt wird weiter natürlich der Diesel die Nase vorn haben. Von 90 bis 199 PS wird die Bandbreite gehen. Auch die Plug-in-Hybride aus dem Golf mit 204 und 245 PS werden beim T7 ihre Fans finden. Im Herbst nächsten Jahres geht es los.